Moin moin ihr Lieben, bevor es mit dem Video losgeht, ein wenig Racing Action, bei der ihr mittendrin statt nur dabei sein könnt, und zwar beim Acer Predator Sim Racing Cup. Dort könnt ihr im AMG GT3 auf Monza im ersten Assetto Corsa euer Können unter Beweis stellen und nun fragt ihr euch, gut, ich besitze Assetto Corsa nicht, was soll ich tun? Ganz easy, registrier dich, dann kriegst du einen 80% Rabatt für Spiel und DLC, und wenn ihr Assetto Corsa besitzt, worauf wartet ihr dann noch? Meldet euch an, ladet euch Auto und Strecke runter, fahrt die Hotlaps. Momentan könnt ihr practicen. Ab dem 3. Mai bis zum 7. Mai könnt ihr euch dann mit einer Hotlap qualifizieren. Das sieht dann ungefähr so aus wie im kleinen Fenster eingeblendet. Und ihr könnt euch qualifizieren für das nationale Finale. Das gibt's am 9. Mai um 17 Uhr. Unter anderem werde ich das dann auch auf Twitch streamen. Das bedeutet, ihr habt auch die Chance, dass ich dann euer Rennen kommentiere, wenn ihr euch qualifiziert. Und dort gibt's ein 60-minütiges Rennen, wo ihr sehr coole Preise gewinnen könnt, außer ein cooles Event mitgenommen zu haben. Bis hin zu einem Gaming-Monitor oder auch einem ganzen PC gibt's da eben sehr, sehr, sehr coole Geschichten, wo es sich auf jeden Fall lohnt mitzumachen. Und wenn ihr dann das nationale Finale für euch entscheidet, dann geht es ins internationale Finale, wo ihr sogar die Chance habt, in Romain Grosjeans E-Sports-Team aufgenommen zu werden. Klingt für mich nach einer coolen Geschichte, bei der man nur gewinnen kann. Man kann sich mit anderen Racern vergleichen und gucken, wo man steht. Man kann Assetto Corsa ein bisschen vergünstigt abstauben. Man kann ein cooles Event mitnehmen, wo man vielleicht sogar einen Preis gewinnt. Und vielleicht wird man sogar E-Sports-Fahrer. Also, worauf wartet ihr noch? Registriert euch. Ganz oben in der Beschreibung habt ihr den Link, unter dem ihr euch registrieren könnt. Viel Erfolg bei der Qualifikation. Los geht's in dem ACC Competition Rennen auf Donington. Startplatz 3 nach dem Qualifying. Lief ziemlich gut. Hätte besser laufen können. Potenzial zur Pole war da. Jetzt gucken wir mal, was hier so geht. McLaren hat da ein bisschen geschlafen beim Start. Wir sind auf 2. Rennen hat keinen Box. Stopp, eine Stunde geht's. Okay, hinter mir haben sich einige weggejietet. Das ist ja mal Big Off. Eieiei. Ei, ei. Der Vollständigkeit halber, wir sind in Split 2 von 3. Das sind ein paar Splits weniger, weil wir jetzt das British GT Pack quasi befahren. Und einige haben das wohl nicht. Okay, ich habe ein paar Drücke ein bisschen zu hoch. Das ist aber auch ein bisschen gewollt, weil wir später im Rennen kühlere Temps haben dürften. Der Bentley dürfte im Early Game sowieso enorm stark sein, weil der sehr spritsparend ist, und das heißt, am Anfang legt er schon super schnell los und er fährt halt fast Quali-Zeiten sogar. Also das ist schon enorm. Ja, ich habe hier eben auch einen Fehler gemacht, also wenn das jetzt nicht wieder problematisch ist, die erste Kurve, ja, dann fahren wir mit Zehntel mindestens mal schneller. Schon mal ganz gut.
Wichtig ist also einfach nur dran zu bleiben am Bentley, damit man irgendwann die Phase erreicht, wo das Spritdefizit von ihm ihm nicht mehr so einen Vorteil bringt. Das dürfte zur Mitte oder spätestens zum Ende des Rennens der Fall sein. Oh, Probleme aus der letzten Kurve heraus. 1,27,8, gute Runde. Weiß auch nicht, was er mit seinen Reifendrücken gemacht hat. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Vielleicht ist es bei ihm jetzt optimal, bei mir ist es ein bisschen überoptimum. Und wenn es kühler wird, dann geht auch der Druck ein bisschen raus. Dann könnte es halt sein, dass es bei ihm... You like my base? You like it? Dann könnte es sein, dass es bei ihm halt ein bisschen unter Optimum später ist. Und bei mir ist es tatsächlich optimal. Ah, nicht zu sehr aufs Grün da außen. Oh, das war nicht gut für ihn. Da bin ich auf jeden Fall sehr nah dran jetzt. Der Bentley ist auf jeden Fall, was die Beschleunigung angeht, ein absolutes Biest. Nicht die Fehler des Gegners kopieren. Oh, jetzt hat er einen Quersteher beim Exit gehabt. Das kostet auf jeden Fall böse Zeit. Das hat über die gesamte Gerade jetzt locker eine Zehntel gekostet. Insbesondere, weil ich dadurch näher in den Windschatten jetzt kam. Jetzt sind wir dran. Also noch weiter in den Windschatten. Bei 26 Grad immer noch, 31 Grad Air Temperature, das geht glaube ich runter, jetzt schon. Ja, bereits jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen an einigen Stellen, dass ich nicht zu nah auffahre. Also ich denke auf jeden Fall, das mit dem Reifendruck dürfte kein Problem sein, sobald ich voll pushen kann. Das war wichtig. Warten auf den Fehler. Okay, mal gucken, ob ich jetzt ein bisschen davon ziehen kann. Oh, später Bremspunkt. Na. Zeit verloren auf jeden Fall. Der hat viel mehr Schwung durchgeholt. Ja, das ist für mich ungewohnt, bei der Schikane da beim ersten Schild schon zu bremsen. Aber wir sind, glaube ich, einen Ticken schneller als er. Ja, selbst jetzt 2 Zehntel fast gut gemacht. Okay, die Reifendrücke gehen runter. Vor allem, weil auch die Streckentemperatur drastisch schon runtergegangen ist. Ich hatte Strecken- und Lufttemperatur verwechselt. Dürfte halt insgesamt jetzt schon so 5 Grad kühler geworden sein. Dadurch geht der Druck runter, aber auch
weil ich härter über die Curbs polter. Vor allem mit den rechten Reifen, glaube ich. Und da haben wir ein bisschen mehr Druck verloren. Der Abstand zum Bentley ist halt jetzt sehr komfortabel. Nichtsdestotrotz, ich probiere jetzt ein bisschen ruhiger zu fahren. Das Auto könnte so ein bisschen PSI wiederherstellen. Das wäre auf jeden Fall not bad. Aber mal gucken. Grundsätzlich passt es aktuell ganz gut. Und das könnte unser erster Sieg in ACC seit langem werden. Okay, ihr Lieben, die letzte Runde läuft gleich. Der Bentley hatte in der Zwischenzeit enorm viel Zeit verloren. Und ich habe irgendwann angefangen, zum einen ein bisschen Chat zu lesen, zum anderen aber ein bisschen auch zu entspannen. Und jetzt sind wir in der Final Lap. Der Bentley fährt jetzt mittlerweile wieder deutlich flotter. Merci. Und gerade wo ich sage, hat er jetzt plötzlich 15 Sekunden Rückstand. Krass. Und gerade ist er noch 28,9 gefahren. Man sieht, ich bin bei 30,3. Strecke ist halt deutlich kühler geworden, bei 26 Grad mittlerweile. Während wir bei über 30 gestartet sind. Ich habe am Anfang Track Temperature und Air Temperature verwechselt hier im Spiel. Aber das erklärt so ein bisschen die niedrigeren Reifendrücke. Rechts haben wir aber einen Druckabfall bei beiden Reifen mittlerweile. Aber insgesamt sehr entspanntes, gemütliches Rennen. Und ich würde am liebsten den beiden vor mir funken. Hier, fightet ruhig weiter. Ich gewinne das Ding hier gerade eh. Ihr kesselt mich hier komplett raus. Ah, und ich warte auch hier ein bisschen gemütlich. Und wir gucken uns den Zweikampf einfach an. Ja, und spritmäßig hat es auf jeden Fall gut gepasst. Und insgesamt auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Rennen gewesen. 3-4 kleinere Schnitzerchen eingebaut, aber im Großen und Ganzen war das ein sehr schönes Ding. Und, was macht der denn? Der wird da deutlich langsamer. Wollte der mich vorbeilassen? Fightet doch weiter! Oh nein! Ja, Miscommunication, aber ja, am Ende schönes Ding geworden. Und der erste ACC-Sieg seit langem. Rein da. Ein wunderschönes Ding. Ja, und gerade nach einem herben Rückschlag in Silverstone ist das natürlich sehr, sehr gut, dass man hier mal seinen Erfolg hat. Mach mal die Paypal auf, Digi. Also ihr Lieben, let's go mit einem weiteren Rennen in Donington, in unserem wunderschönen Aston Martin. Und wir fahren jetzt im Topsplit. Das heißt, hier gibt es keine halben Sachen mehr. Stay in Double Five. Es sei denn, man ist der Dude, der da vorne links gestartet wäre, auf der 8. Und startet vermutlich jetzt von der Box. Schwierig für ihn. Aber mal gucken, wie es hier läuft. Green light, green light. Go, go, go. Und, oh, okay. Car on the left. Wilde Startphase. All clear. Clear on the left. Ja, ich musste vor mir war was los, ich musste abbremsen und dann mir hinten einer reingekesselt. Cool. Clear on the right. Slow car ahead. Das war notwendig, mir da in die Kiste zu kesseln. Ja, also coole Startphase. Wir haben 9,3 Sekunden Repair. Rechts und hinten ist was kaputt. Meine Güte, ey.
Yes. There's a car leaving the pit lane. Watch out. Da vorne wird sich wieder weggekegelt. Oh Mann, ey, der Fefe kann doch nicht ungebremst in den Nissan rein. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Eieieiei. Gefährliche Startphase hier. Okay, der Kollege vor mir ist auf jeden Fall zu langsam gerade. Wir müssen schnell vorbei. Car on the left. Okay, funktioniert. Clear on the left. Nice one. Weiter. Ehrenmann macht keine unsinnigen Aktionen. Car on the right. Clear on the right. Schlechtes Timing, Gary. Zurechtgelegt. Clear on the right. Die Position hätte er auch mit weniger Widerstand verlieren können. B8 ist jetzt weit weg. Okay. Erster Teil der Aufholjagd ist zu Ende. Der zweite wird mit freier Fahrt sein. Und gleich mit besseren Reifen drücken. Das sieht gut aus. Through penalty for exceeding check limits. Ah, you.
Ach Mann. Muss ich hier stehen bleiben oder nicht? Nein, okay, copy. Na gut, ACC hat sogar noch gewonnen. Okay, dann sehen die Leute wenigstens mal ein vernünftiges Rennen noch. Ich sag mal so 2-3 Zehntel langsamer pro Runde bin ich als er, aber... Ich hätte aufs Podium fahren können. Pretty sure. Wenn ich überhaupt langsamer bin als er. Ja, schade. So, GG. Right, the race is over. Good job, Blade. You did your best. Cool. Ja, blöd gelaufen. Gucken wir uns gleich mal die ganzen Sachen an, ne? Weil erste Runde, da muss man mal erwarten, dass vielleicht mal ein Unfall entsteht. Weil spätestens hier staut sich dann natürlich alles auf. So. Er dreht mich hier rein. Bam. Ein Schlag. Ja, vielleicht sogar ein zweiter Schlag. Hier glimpflich ausgegangen für mich zumindest. So. Ist okay, kann man sich zurückkämpfen. Hier noch ein kleiner Schlag mit dem Lambo. Komme ich ein bisschen zu weit auf die Strecke zurück. Ich habe einen sehr viel besseren Exit als der Kollege hier. Er heißt auch Slow, also das muss man auch sagen. So, jetzt verstehe ich eine Sache nicht. Schaut mal, wie ich einerseits aufschließe und zum anderen, ich habe die Innenbahn, ich habe die deutlich bessere Linie, ich habe Überschuss, obwohl ich hier schon vom Gas gegangen war. So, jetzt geht er deutlich früher auf die Bremse. Moment. Und hier bremst er ab. Er signalisiert mir in genau diesem Moment. Und hier ist er hinter mir. Und zwar komplett. Er signalisiert mir in diesem Moment, okay, ich bin jetzt hinten. Was ist das denn? Ich versteh's nicht. Du heißt Slow. Fahr doch da genauso langsam. Warum tust du das? Kann man das HUD von ihm öffnen? Das ist ja mal das Döfste, was man machen kann. Hier nochmal, nachdem man gebremst hat, nochmal aufs Gas zu gehen. Guckt euch das mal an. Er gibt Gas. So, und jetzt bremst er für die Kurve. Und jetzt gibt er nochmal, er bleibt auf dem Gas. Und jetzt bremst er erst. Und jetzt geht er nochmal ein bisschen aufs Gas. Hä? Ich verstehe das nicht. Für die Leute auf YouTube, danke, dass ihr dabei wart. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, gerne ein Abo raus. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.